frisches. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einem weiteren und meinen ersten richtigen WM 2018 Adrenaline XL Unboxing. Und heute habe ich gleich mal, vorhin gab es das Video, wo ich das Paket ausgepackt habe von Panini, was mir freundlicherweise Panini zugeschickt hat. Link dazu ist nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch schon heute die App gespielt, die nagelneue WM 2018 App von Panini zur neuen AXL Serie. Und jetzt gibt es einfach die Collector's Tin, Leute. Ich habe hier die Collector's Tin am Start für 7,95 €, 24 Karten, eine Limi und eine Special Extra Karte. Und wieso öffne ich die als erstes? Ich habe mir gedacht, komm, mich interessiert es einfach brennend, was da jetzt drin ist in einer wunderschönen Collector's Tin. Bam! Leute, normale Booster, Multipack, Blister, Starter, gibt es alles noch die Tage. Sogar ein neues Projekt geht wieder quasi in die nächste Runde, Leute. Ich denke mal, was kann es natürlich sein auf Packs United, ist ja klar. Also, ja, das wird wahrscheinlich, wenn ich es alles so schaffen sollte, wie ich es mir vorstelle, Sonntag geht es dann los damit. Also ich hoffe, dass ich es bis Sonntag alles schaffe. Auf jeden Fall. Hier die Collector's Tin, also vom Design her, nice. Schade, dass hier nicht diese Stanzungen drauf sind. Wäre noch geil gewesen, Adrenaline XL so reingestanzt. Aber so von der, sag ich mal, vom Auge her, ne? Rein von der Optik her sieht die Tin schon mal nice aus. Hier natürlich hier der Sticker, der offizielle Lizenzsticker. Panini, bla bla bla. Und wir machen die Tin mal auf. Und wer kommt uns entgegen? Der Spieler des Monats, Sergio Aguero, der Spieler des Monats. Im Februar. Spieler des Monats Februar in der Premier League, Sergio Kun Aguero von Argentinien. Richtig nice, die Limi. So sehen die aus. Und leider ist hier schon minimal die Ecke kaputt, ne? Das ärgerte mich jetzt hier echt ein bisschen. Aber egal, wir legen die Karte hier mal an der Seite hin. Dann haben wir noch eine Special-Karte. Und das ist Keylor Navas als Goalstopper. Meine erste Goalstopper-Karte, Leute. Ich habe noch keine Booster geöffnet. Doch, einen. Einen habe ich geöffnet, nämlich vorhin im Panini-Paket-Unboxing. Da habe ich einen Booster geöffnet, um mir mal die Karten so anzugucken. Keylor Navas. Hier von Costa Rica. Meine zweite Power-Karte. Dann haben wir noch schöne vier Booster hier drin. Mit Isco, Ronaldo, Suarez, Sigurdsson und Kokorin. Und auf den anderen sind Messi. Hä, ist das ein anderer Booster? Messi, Modric, Forsberg, Navas und Matic. Also zwei Designs hier in der Tin. Ich leg die Tin auch mal oder ich stell die mal. Ich leg die mal so hier hin. Perfekt, vier Booster, die wir jetzt noch öffnen werden. Let's go! Wir starten mit dem Messi Booster hier. Die Verteilungen, weil es eine neue Serie ist, kann man die Verteilungen ja auch zeigen. Ich quatsche hier noch 10 Minuten und dann fange ich an, die Booster auszupacken. So. 360 Teamkarten, 40 Fans-Favorites, 9 Goalstopper und so weiter und so fort. Also wäre geil, wenn wir eine Top-Master-Karte ziehen, ne? Eins von 48 Päckchen. Oder? Die so, die so, die so, ja. Eins von 48 Päckchen, eine Top-Master-Karte. Und die Invincible-Karte. Also das wäre noch geiler, wenn wir die Invincible hier ziehen. Oh. Wir starten erstmal mit Harry Kane. Der ist ja auch on fire bei Tottenham. Der Engländer. Also eine Base-Karte. Hier haben wir die Bauer-Karte. Das ist eine Fans-Favorite-Karte von Sardar Azmoun aus Iran. Lege ich mit da oben zu Keylor Navas. Dann haben wir noch vier Base-Karten. So sehen die von hinten aus. Miguel Layún, Mexiko. Denis Kluchakov, Pepe von Portugal. Und Felipe Baloy aus Panama. Ja, Panama ist bei der WM mit dabei. So, dann geht's rein in den nächsten Booster und wir ziehen den Gott. Wir ziehen den Gott. Wir ziehen den Gott. Es ist natürlich Lionel Messi, Leute. Richtig, richtig nice. Und dahinter versteckt sich der Ochoa von Mexiko. Sehr geil. Goalstopper und Lionel Messi, Leute. Lionel Messi muss eigentlich gleich auf Thumbnail und in den Titel, ne? Messi im Pack, Messi in der Tin. Messi in der WM 2018 Tin. Messi in der WM 2018 Collectors Tin. Danke, Dave. Danke, Mann. Lionel Messi. Geil oder geil? Einfach todesgeil, Leute. 90er Angriffswert hat der Lionel.
Dann haben wir hier von Costa Rica den Randall, Atso Pfeiffer, Gerard Piquet, Marco Asensio und Marcelo. Das war ein richtig geiler Booster, ne? Mit geilen Stars. Messi, Marcelo, Asensio, Piquet. Also der war in Ordnung. Der war schwer in Ordnung. Vorletzter. Vier Päckchen sind ja drin in der Tin. Und wen ziehen wir hier? Oh, Rogic von Australien. Ich glaube, das ist ein Basepack sogar. Brozovic, Koulibaly, Christian Ramos, Stuani und Igor Akinfeev. Leider ein Basepack, aber gehört ja auch dazu, ne? Man kann ja auch Pech haben und Basepacks ziehen. Ist ja ganz normal. So, dann haben wir den ersten deutschen Spieler. Das ist, wer soll es auch anders sein? Natürlich, es ist Thomas Müller. Jawolski, Thomas Müller. Auch hier im Pack. Richtig, richtig nice. Dann noch Fans-Favorite von Paolo Guerrero. Der hat auch mal beim HSV gespielt, der Kollege hier von Peru. Die letzten vier Basegarten: Tielemans, Eriksen, Kuhn und John Obi Michael aus Nigeria, Leute. Mir gefallen die Karten richtig gut. Alleine schon, wenn ich hier die deutschen Karten sehe, ist das einfach geil, Leute. Die deutschen Karten sind die geilsten Karten. Punkt, aus, fertig, Ende. Ende, Gelände, Leute. Das war die Collectors Tin der WM 2018. Adrenalin XL Panini Serie. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und sehen wir uns natürlich bei den nächsten Videos, Leute. Sagt euren Freunden Bescheid. WM 2018 Karten sind draußen auf Facebook. Gibt es alles. Gibt alles. Wunderbar, Leute. Auf rein und tschüssi.